Was geht YouTube? Es ist RB Kuya wieder back mit einem Motherfucking Banger, you feel me? Wir reagieren heute zu 1019, Karamell 19, Nizzy, nicht 19, Digga. Nochmal. Karamell 19, Nizzy 19, Lucio 101 und Omar 101. Zusammen macht das die 1019 Allstars, ein Song auf dem Kanal von Karamell. Und wir reden nicht vom McDonald's Karamell-Eis auf den. Wir reagieren da heute, wenn ihr euch denkt, ey Kuya, du siehst heute wasted. Bruder, ich war gestern trinken, auf einem Geburtstag von einem guten Kollegen. Trinkt keinen Alkohol, trinkt nicht zu viel Alkohol. Wenn ihr es gemacht habt, was soll ich da noch zu sagen? Manchmal kenne ich das, aber es ist nicht gut. Egal, das wollt ihr gar nicht wissen. Ich war stuff. Ich bin heute erst um 19 Uhr funktionsfähig, um Videos aufzunehmen, weil ich einfach davor zu läsch war. Ihr kennt es. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinklicken und willkommen zu den Tagesnachrichten. Let's go. Let's go. 1019. Ich hab High Expectations, weil ich glaube, der Song kann echt krass sein. Knolle knackt, guck mal, was ich für eine Farbe hat. Ich dreh die Hazy unter Fiat Marke in mein Double Car. Ich glaub, ich werde observiert, ich schaue für ein paar Tage ab und warte, bis mein Abend. Bruder, wenn die Hook von Lucio gemacht wird, ist sowieso schon ein Banger. Also, was hat er nochmal gesagt? Mein Double Car, ich glaub, ich werde observiert, ich schaue für ein paar Tage ab und warte, bis mein Abend hat die Summe gerade macht. Bozo ass, oh Vogel. Hier ist das Film verboten. Ich dachte gerade, irgendwas ist mit der Audio los oder so, aber ey, ist ja mega lustig. BP hat einen Tag Verzögerung, das war eine lange Nacht. Wie auch gebe ich zurück, weil ich zahle nur für Saft. Find ein das ist hart. Hard shit, man. Gang. Komm und Bunker an der Badewanne, hasch. Mach 8000 Euro Schnapp mit ein. Girls love my money, they do. Handklatsch. Brech im Wohnung ein mit Melo, nenn es Affenkrach. Du Amateur, wer legt noch Sachen in sein Handschuhfach? Lauf und Glück. Real talk, Digga. 17 in der Pralatasche, Camouflage. Acht versenkt, Blech, die Dracula. Mach die Nacht zum Tag. Hey, selber in Comics, nein. Für 18 fast zum Arzt. Mach die Naht, erstmal gerade, danach drück auf Vakuumstart. Oh, Maken. Bruder, Nizzy fickt schon wieder Mütter. Fluchtfahrten raus, das wär's Mario Kart. Wow, Staffel stehen, aber mein letzter Cup, er war zu stark. Asker, dass sie laufen wie bei Autostart. Und das Fit ist heute sehr fresh. Und Gang. Und Phone im Grave. Die Spur wird gebüßt. Der Wagen wert ist, 100 Lappen mit meinem Bro auf dem Beifahrersitz. Sag den Kunden, ich bin gleich bei dir, bleib wo du bist. Alter, die sliden auf dem Beat, aber crazy, Digga. Auch sehr nice Line, er hat gesagt, ich hab Ware, die ist mehr wert als der Wagen. Irgend sowas hat er gesagt, sehr nice. Ich geb ihm drei Stück, treff ihn mitten auf der Straße, ja, spiel mit meinem Glück. Rückspiegel blau, nicht drückt, dass er mich nicht kriegt. Treff ein Junkie in meinem Flur ab und zu, er sucht den Kick. Es kommt auch sehr nice, also die Hook, sehr clean. Dann dieser lustige Cut mit diesem Motherfucker, der gesagt hat, bitte nicht hier filmen. Dann kommt Nizzy, der auf sehr fresh reingeflogen, also sein Part war der krasseste bisher. Und dann kommt noch Karamell mit Lucio zusammen auf diese ich kann heute nicht reden, Digga. Auf diese Flüster, ihr wisst, was ich meine, dieses ganz leichte Geflüstere. So, hallo, ich bin der Chris. Ihr wisst, guck mal. Sekunden, ich bin gleich bei dir, bleib wo du bist. Ich aber so ein bisschen leiser geredet. Treff ihn mitten auf der Straße, ja, spiel mit meinem Glück. Rückspiegel blau, nicht drückt, dass er mich nicht kriegt. Treff ein Junkie in meinem Flur ab und zu, er sucht den Kick. Kick sie aus dem BMB, sie ist zu zickig. Ware sofort sold out wie die Tour-Tickets. Was wir tragen, alles echt, meine Uhr tickt nicht. Mein Schmuck ist iced out, dein Schmuck ist nur Nicke. Wow, aus dem ich find, Digga, die sind alle so unique. Lucio hat natürlich die krasseste Stimme. Und Nizzy ist ja klar, seine Lines und seine Flows sind krass. Aber ich find, manchmal, wenn er rappt, kann man den gar nicht so gut verstehen. Aber Omar ist so, der hat immer so diesen cleanen Sound. So der... Wenn er eine Bar sagt, der hat, also ich finde, von den Lyrics her, also von den Bars, die am meisten hitten, ist Nizzy natürlich on top. Aber Omar ist
safe hinter ihm dran, weil er hat immer so Lyrics, die sind auch, das sind so dieser Real Shit, wo du zuhörst und dadurch, dass seine Stimme so clean ist, hört man, also versteht man alles und dann hittet das so richtig krass, wenn er eine geile Bar sagt. So auch das gerade so sold out wie die Tour-Tickets, so yes, sir, Digga. Heißt auch, dein Schmuck ist nur Nicke, wow, aus dem Flur wicken, so wie Schnürsenkel, Penner in meinem Treppenhaus sieht aus, so wie Pumuckl. Kripos keine Chance in CAB, ich kenn das Nummernschild, ich will paar Millionen auf mein Konto, was sind 100 Millionen? I still rap, but the packs stay close. Got a new beam and migrated to a ghost. Eight dead broke, that's a call for a toast. Hotel, yo, bitch, I'm a spit roast. Bros in the cut, you know he's stiff. Bruder, aber das muss man auch irgendwie fairerweise sagen. Von allen vieren feiere ich Omar am wenigsten. Muss ich jetzt einfach gestehen, auch wenn ich Ami-Rap feiere und ich weiß, er kommt ja aus England oder London oder er ist auf jeden Fall aus der UK. Ich muss sagen, er ist öfters mal gar nicht auf dem gleichen Vibe. So, ich finde, er ist quality-wise immer ein bisschen schlechter als die anderen. Also, ich finde ihn mit am freshesten. Ich feiere seine Dreads Todes und seinen Style feiere ich Todes. Aber ich finde auch, der ist immer ein bisschen offbeat und so nach dem Motto, die sagen, ey, das ist der Taktikplan und Omar macht immer so sein eigenes Ding. Was auch unique und toll ist, aber ich finde halt, bei den anderen drei, die passen wie Puzzlestücke zusammen. Und ich finde, Omar ist so ein bisschen, das ist irgendwie nicht smooth immer bei ihm. Ich weiß es nicht. Wir hören ja nochmal rein, aber ich finde, also das ist mir schon öfters aufgefallen, dass ich den manchmal nicht so nice finde. Also das, was er rappt, ich finde es einfach nicht krass. Kripos keine Chance in CAB, ich kenn das Nummernschild. Ich will paar Millionen auf mein Konto, was sind 100 Millionen? I still rap, but the packs stay close. Got a new beam and migrated to a ghost. Eight dead broke, that's a call for a toast. Hotel, yo, bitch, I'm a spit roast. Bros in the cut, you know he's stiff roast. V's on the net, looking like a disco. And I lost 10k while I put in crypto. Bro, hit the town, now I look like Skid Row. Nicky Spurwert. Ey, im Kofferraum mehr Ware als der Wagen wert ist. Und ich lappen mit meinem Bro auf dem Beifahrersitz. Sag den Kunden, ich bin gleich bei dir, bleib wo du bist. Und ich geb ihm drei Stück. Treff ihn mitten auf der Straße, ja, spiel. Digga, die Jungs sind so. Also, ich weiß gar nicht. Also, natürlich in den Videos sieht's immer so aus, als wären die todesrich. Und die sind wahrscheinlich wohlhabender als der normale Bürger, sag ich jetzt mal. Ja, die sind schon. Was laber ich, Digga? Ich wollte jetzt sagen, vielleicht ist es mehr Schein als sein, aber die werden schon gut Geld haben und machen. Ich meine, allein die Aufrufzahlen, was die machen, wenn die noch nebenbei was machen. Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt sagen wollte. Weil die immer, ja, vielleicht, weil die auch von früher nichts hatten und deswegen eher gerne damit prahlen. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob ich da unbedingt so prahlen würde. Wahrscheinlich schon. Aber es ist halt immer so eine Sache. So, weil ich wünsche mir, dass die irgendwann mal auch was anderes machen als nur rumprahlen, weißt du? Aber vielleicht machen die auch hinter den Kulissen viel Gutes. Ich weiß das natürlich nicht, aber in den Musikvideos ist es halt immer dieser Materialismus. Also quasi nur Designerklamotten, teure Autos, Drogen in großem Wert, iced out Uhren, Ketten. Also immer je größer, je schneller, je besser. Das wird immer gezeigt. Und ich finde, in einem Leben muss auch Balance dabei sein. Also das heißt, du kannst nicht immer so in dieser Bubble sein, als wäre das immer, weil ein Mensch definiert sich nicht von seinem Besitz, sondern von seinem Charakter. Und ich weiß es halt nicht. Es ist halt immer so eine schwierige Sache, weil ich feiere deren Rap und ich feiere das auch, das Musikvideo. Das ist jetzt gar kein Kritikpunkt. Das ist einfach ein Punkt, den ich erläutern möchte, weil ich habe das Gefühl, die Jungs sind sehr von Objekten und Luxusgütern besessen zu dem Punkt, dass es eigentlich nicht mehr gesund ist. Also klar, flex on them haters, aber ja, ich weiß es nicht. Ist einfach so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Mein Glück, Rückspiegel, Blaulicht, drück, dass er mich nicht kriegt. Treff ein Junkie in meinem Flur, ab und zu, er sucht den Kick. Jawohl. Erstmal so einen random Dude zeigen. Der sah mir aus wie einer aus Dagestan. Ein dagestanischer Bruder. Alter, das war noch ein alter 500er Schein. Alter, guck mal den, Alter.
in 1987. Nein, da gab es noch nicht mal. Gab es da schon Euro? Euro wurde erst in 2000 eingeführt, oder? Wann wurde der Euro eingeführt? Das ist doch mal eine Sache, die ihr lernen könnt. Hier, Euro eingeführt. Wann wurde der Euro eingeführt? Ich glaube 2000. 2002. Nee. Okay, doch, 2002. Ah, guck. Krass. Der alte 500er-Schein. Guck mal, wie hässlich der aussieht. Sieht aus wie Monopoly-Geld. Boah, das ist der neue Trainingsanzug von Nike. Den habe ich schon bei anderen gesehen. Der ist sehr, sehr, sehr wild. Eine Kugel, rede nicht von Gelato. Chill mit den Jungs, völlig planlos am Bahnhof. Yeah. Geiler Song, muss ich sagen. Wirklich sehr geiler Song. Ich muss immer wieder sagen, Karamell beeindruckt mich sehr. Ich finde ihn ein super Mitglied von der Crew, von den Boys. Ich finde, Nizzy ist so oder so eigentlich jedes Mal krass. Er enttäuscht nie. Das ist einfach sein Ruf. Er enttäuscht nicht. Und dem macht er auch allem Ehre. Lucio ist natürlich einfach der OG. Das ist so der Starboy unter der Gruppe. Nizzy ist natürlich miese underrated, aber ich glaube, Karamell ist sogar noch mehr underrated als Nizzy. Und Lucio ist einfach so der Starboy, so der Shining, das ist die Cash Cow, weißt du, seine Stimme ist einfach Gold wert und es hört sich ja auch immer smooth und geil an, was der labert. Und Omar ist so ein bisschen, ich weiß nicht, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr ein riesiger Fan von Omar seid? Also ich feiere den Typen trotzdem, ich feiere die Clique so und es ist einer von den Jungs, deswegen feiere ich den so. Aber ich finde halt rap-technisch und musikalisch finde ich das meistens nicht so nice, was er rappt. Weil es halt meistens Offbeat ist oder einfach gar nicht so zum Vibe passt. Auch wenn ich mir denke, okay, Englisch, so, das bringt so einen ganz anderen Flair nochmal rein. Aber es passt halt einfach nicht. Und nur weil es anders ist, heißt es nicht, dass es reinpasst da. Also ich weiß es nicht. So, ich habe das Gefühl, die anderen drei können viel besser rappen als ein Omar. Aber könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben. Ihr wolltet Direction, ich habe abgeliefert. In diesem Sinne müsst ihr jetzt auch abliefern mit einem wunderbaren Like. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ich noch reagieren soll. Liken, sharen, kommentieren nicht vergessen. Wer ist der freshest Boy hier aus Hessen? Es ist Jan Kuya, ihr Dick. Also, ich kann kein Deutsch. Digga, wenn man einmal saufen war, kann man einfach nicht mehr die deutsche Sprache. In diesem Sinne, meine geliebten Brüder, weil die meisten Zuschauer von mir sind männlich, deswegen Brudachis. Ey, wenn du eine Frau bist, schreib mir eine Kommentare, slide in die DM, Spaß. Digga, Bruder, dieses Video, das Ende, mein Schaden ist heute so, mein Kopf, meine Gehirnfunktion ist heute einfach nicht mehr imstande. Ich halte jetzt einfach meine Fresse. Peace out, Kuya raus.